Lieben, ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute zwei Videos in einem eigentlich für euch, denn ich habe die Pinkbox im Januar bekommen und wollte die natürlich dann mit euch dann auspacken. Das habe ich dann so lange leider vor mir hergeschoben, weil ich eben auch krank war, bis die zweite Box, nämlich die Februarbox, gekommen ist. Und ich dachte, ich packe jetzt einfach beide vor der Kamera quasi für euch aus und zeig mal, was so drin ist. Und ja, ich bin auch ziemlich gespannt. Kommen wir zur Pinkbox im Januar. Und in dieser kleinen Box waren zwei Produkte nicht enthalten, denn die haben da einfach nicht reingepasst. Und das wäre zum einen die Balea Douche Body Milk mit Shea Butter und Macadamiaöl. Lecker. Und ja, mag ich sehr, sehr gerne und ja, für eine geschmeidige, intensiv gepflegte Haut. Super. Und diese 400 Milliliter, finde ich, das ist sehr viel. Da hat man bestimmt schon ein paar Wochen was von. Finde ich sehr, sehr gut und glaube ich, hätte ich mir auch so gekauft. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und die riecht auf jeden Fall sehr angenehm und nicht so aufdringlich. So, ja. Auf jeden Fall das erste Produkt. Finde ich super. Werde ich auf jeden Fall benutzen. Das zweite Produkt, was nicht mehr ganz reingepasst hat, war ja, wieder eine Körpermilch. Nämlich die The Raspberry Kiss von Triacle Moon. 500 Milliliter, also recht viel. Und ja, ich mag auf jeden Fall von Triacle Moon diese quasi diese Pumpöffnung quasi. Finde ich eigentlich sehr, sehr toll, nur ich glaube, dass mir das ein wenig zu stark sein wird. Ich probiere mal ein kleines bisschen. Ja, so. Ja, das ist mir echt definitiv zu stark. Verteilt sich aber sehr gut und zieht auch eigentlich relativ schnell ein. Aber der Geruch ist leider für mich überhaupt nichts. Und ich muss auch sagen, ich finde das ein bisschen schade, dass quasi zwei Körpermilch, also beziehungsweise eine Körpermilch für in der Dusche und eine Körpermilch quasi für nach der Dusche drin ist. Ich denke mal, dass ich das nach der Balea Duschmilch mal ausprobieren werde, aber ich schätze mal, dass das ein Produkt ist, was ich weitergeben werde. Zum Beispiel meiner Nichte, die freut sich bestimmt darüber. Das erste Produkt jetzt hier aus der Box, ich habe da schon reingespinkst, ist die Sensodyne Pro Schmelz tägliche Zahnpasta. Finde ich sehr, sehr gut, weil ich habe manchmal wirklich das Problem, wenn ich ganz, ganz kalte Sachen trinke, dass es mir halt so ein bisschen an den Zähnen auch wehtut. Deswegen finde ich das eigentlich ganz, ganz schön, die Tube. Und ja, Zahnpasta kann man halt immer mal benutzen. Ich probiere auch sehr gerne neue Sachen aus, deswegen freue ich mich darüber. Ja, also eine Zahnpasta. Das nächste Produkt ist eine Handpflegecreme von HBC Natura. Natürlich schön gesund. Mit Aloe Vera, pflegt, nährt und spendet viel Feuchtigkeit. Finde ich sehr, sehr schön für Finger. Quasi, dass eben die Feuchtigkeit auch da ist. Das ist Naturkosmetik, sehr gut hautverträglich und dermatologisch getestet. Ja, ich glaube, da haben Vegetarier und Veganer Glück, denn das können sie dann eben benutzen, wenn sie wollen. Eine schöne Handcreme. Und ja, ich schnupper mal dran. Ich habe zwar überall noch den Raspberry Kiss Duft drauf, aber probieren wir es einfach mal. Sehr frisch, irgendwie zitronig, also so ein Zitrusduft. Eigentlich, was ich überhaupt nicht mit Aloe Vera jetzt verbinden würde, aber sehr, sehr angenehmer Duft. Und ich glaube, die würde ich auch auf jeden Fall in meine Tasche packen, denn da habe ich immer irgendwie eine Handcreme dabei. Aber sehr, sehr schön. Freue ich mich, dass ich die jetzt benutzen kann. Und ja, das war also das vorletzte Produkt. Beim letzten Produkt hatte ich besonders viel Glück, muss ich zugeben. Denn erstmal ist es dekorative Kosmetik. Finde ich super, wenn ich dann Sachen von Marken in der Pinkbox habe, die ich vielleicht noch nicht kenne oder
die ich vielleicht kenne, aber trotzdem noch nicht ausprobiert habe. Und so ist es mit dem letzten Produkt aus der Pinkbox im Januar, nämlich ein Liquid Lip Shine von New York Color. Und die Farbe ist Rockefeller Red. Und ich würde sagen, ihr wisst bestimmt, dass ich rote Lippen liebe. Und ich werde ihn einfach mal gerade auf die Hand auftragen. Mal schauen, wie das denn so ist. Ist auf jeden Fall eine sehr schöne Farbe. Finde ich schon, dass es leicht ins Korall geht. Und der Glitzer ist auch dabei. Ein bisschen goldener Glitzer. Und ja, ich trage den mal gerade auf. Ich hätte mir doch ein kleines bisschen mehr Pigmentierung gewünscht. Also ich finde den schon sehr, sehr schier. Aber okay, gut. Ich werde den wahrscheinlich dann so als Lippenstift-Topper so quasi so ein bisschen Highlight auf den Lippenstift setzen. Aber so richtig Rockefeller Red, da hätte ich mir jetzt was anderes vorgestellt. Aber okay, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Der riecht auch ein bisschen wie Kokos. Ja, nach Kokos riecht das ein bisschen. Angenehm. Das war also meine Pinkbox im Januar und wie immer sind da auch Zeitschriften dabei. Da haben wir einmal die Living at Home. Finde ich sehr schön, weil ich in den letzten Boxen hatte ich immer eine Eat Smarter drin und jetzt habe ich mal so ein bisschen Einrichtungen dabei. Finde ich ganz schön und ja, weiter geht's mit der Februarbox. Das erste Produkt ist nehme ich einfach mal das Größte, nämlich das Garnier Fructis kräftigendes Shampoo Oil Repair 3. Die 3 steht für 3 schwerelose Öle, Olive, Avocado und Chia. Ja, und Chia hatten wir jetzt schon bei einigen Sachen, aber finde ich auch nicht schlimm, denn immerhin pflegt es natürlich auch gut. Und das ist für trockenes und strapaziertes Haar und ich denke gerade, meine Haare, die brauchen immer ein bisschen mehr Pflege, vor allen Dingen, wenn ich öfter mal meine Haare locke zum Beispiel. Deswegen, ja, finde ich das richtig toll. Und mal riechen dran. Ist wieder ein, ich sag mal, so der typische Fructis-Duft. Finde ich sehr, sehr angenehm und ja, das war also das erste Produkt. Finde ich auf jeden Fall toll und werde ich auf jeden Fall benutzen. Das zweite Produkt ist von Balea und das ist ein Body Balsam Protect. Ja, und mit Nordic Lingonberry. Was ist denn Lingonberry? Kennt ihr das? Also ich kenne es jetzt nicht. Das pflegt intensiv und schützt bei Kälte und trockener Heizungsluft. Für raue und trockene Haut. Und das sage ich ja jetzt schon, glaube ich, so zum dritten oder vierten Mal in dem Video. Ich habe trockene Haut und da kommt das eigentlich genau wie gerufen. Pflegt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Meine Haut fühlt sich sehr gut danach an. Aber okay, also ich finde den Duft ganz okay. Ich werde mich natürlich nicht meinen ganzen Körper damit eincremen, aber vielleicht, wenn ich mal so irgendwie zum Beispiel trockene Ellenbogen oder mein Tattoo ist irgendwie trocken, da werde ich es mal drauf schmieren. Aber es ist schon relativ stark. Aber es ist auf jeden Fall ein Produkt, das ich benutzen werde. Also da freue ich mich auch drauf. Ich glaube, so hätte ich mir das auch nicht so gekauft. Von daher bin ich dann ganz zufrieden. Das wäre also das zweite Produkt. Das nächste Produkt ist auch etwas von einer Marke, die ich auch noch nicht kenne, nämlich von B-Beauty Body Care. Und das hier ist das Meersalz Booster Rosenzauber und ein Badezusatz. So, Badezusätze finde ich toll, benutze ich sehr, sehr, sehr gerne. Ist auch eine schöne Farbe, muss ich auch wieder sagen. Ich rieche mal dran. Ganz angenehm, werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Und ich habe auch vorher noch nie ein Flüssig-Badesalz gehabt. Also Flüssig-Badesalz finde ich sehr, sehr interessant. Von daher werde ich das auf jeden Fall ausprobieren. Das nächste Produkt, ja, das liebe ich eigentlich jetzt schon, denn ich mag einfach die Marke, nämlich Luvos. Und ich mag zum Beispiel die Heilerde-Masken auch sehr gerne, wenn ich irgendwie mal so Pickel habe oder viele Rötungen. Deswegen werde ich das auf jeden Fall ausprobieren. Und ja,
Finde ich auf jeden Fall sehr toll. Ich freue mich sehr drüber, weil ich die Marke eben auch sehr, sehr gerne mag. Das wäre also noch mit in der Pinkbox im Februar dabei. Als letztes auf der Karte, da freue ich mich natürlich auch wieder sehr drüber, weil es wieder eine dekorative Kosmetik ist von einer Marke, die ich nicht kenne, nämlich The Beauty Crop. Das ist nämlich das Blush Duo in einer sehr, sehr niedlichen Verpackung mit ganz vielen Früchten drauf. Und ja, es sind zwei Seiten, nämlich einmal ein Creme Blush und ein sehr, sehr, sehr pinker, glitzeriger Blush, Puder Blush. Aber ich werde euch jetzt natürlich gleich mal zeigen, wie die so aufgetragen aussehen. Es sind jetzt, also dieses sehr, 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 sehr pinke ist jetzt auch nicht unbedingt mein Fall. Und Creme Blush bin ich eigentlich nicht so der Fan von, weil man dann immer mit dem Finger rein touchen muss. Und das ist mir einfach zu unhygienisch eigentlich. Selber gekauft hätte ich es wieder überhaupt nicht. Ich wüsste auch gar nicht, wo es die Marke gibt. Und ja, das wäre also die letzte Sache aus der Pinkbox im Februar. Es stecken noch Goodies in der Box, nämlich einmal ein Fructis Taschenwärmer in Herzform. Finde ich ganz, ganz niedlich. Und ja, jetzt erklärt sich natürlich auch, warum das eine Holly Pinkbox ist, die Holly Edition. Denn das ist tatsächlich ein Buch. Und ich lese mal gerade hier hinten vor. Smart Sexy Holly, die Buchserie, die süchtig macht. Holly ist Deutschlands glamourösestes Frauenmagazin. Machtkämpfe, Intrigen, Geheimnisse und verbotene Affären stehen in der Redaktion auf der Tagesordnung. Dann verschwindet die Chefredakteurin spurlos. Was steckt dahinter? Ein Skandal, ein Verbrechen? Und während die Mitarbeiter weiter um Liebe und Erfolg kämpfen, werden im Verborgenen noch ganz andere Pläne geschmiedet. Cool, finde ich. Eine super Sache. Es ist also quasi eine Buchserie und das ist die erste Staffel, die quasi jetzt hier mit dem Februar beginnt und da gibt es 6 Bücher von und jeden Monat erscheint dann ein neuer Band. Finde ich eine echt coole Sache. Habe ich gar nicht gewusst, dass es sowas überhaupt gibt als Buch quasi und klingt auch eigentlich ganz, ganz interessant. Und dabei in der Pinkbox war noch die Joy und ja, da habe ich jetzt genügend zu lesen und finde das auf jeden Fall eine super Ausbeute. Also die Februarbox hat mir noch einen Ticken besser gefallen als die Januarbox, muss ich sagen. Aber auf jeden Fall sehr schön und ja. So ihr Lieben, ich hoffe, euch hat mein Unboxing-Video gefallen. Das ist das erste auf dem Channel gewesen. Und ja, wenn ihr demnächst noch mehr von den Pinkbox-Unboxing-Videos sehen wollt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare oder auch, was euch so da am besten gefallen hat. Und ja, ich gucke schon die ganze Zeit auf das Holly-Buch und ich glaube, ich will es jetzt einfach sofort lesen. Klingt sehr interessant. Und ja, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und ich würde mal sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Falls euch das Video gefallen hat, ne, Daumen hoch und ja, dann bis zum nächsten Video. Tschüss!